Willkommen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Doors. Und ihr seht schon, ich habe von der Darksea-Rüstung zu einer anderen Rüstung gewechselt. Und zwar habe ich von dem guten Tizian diese Supremium-Rüstung bekommen. Damit kann ich tatsächlich auch ohne Angel Ring fliegen, wie ihr seht, ne? Genauso. Aber ich finde, das sieht mit dem Angel Ring einfach noch so ein bisschen cooler aus. Wenn ich dann noch diese Flügel hinten drauf habe. Ein richtiger Teufel. So richtig teufelmäßig. Und ihr seht, ich habe die Quarry abgebaut. Die können wir nochmal aufstellen woanders. Okay, das wollte ich jetzt nicht da reinmachen. Das können wir einmal hier reinpacken. Und dann wollten wir ja in Zukunft mal diesen Repairer endlich bauen. Gerade auch für die Rüstung. Die ist zwar ziemlich stark. Ich kann hiermit tatsächlich nicht mehr sterben, wenn mich einer hittet. Ich kriege überhaupt keinen Schaden mehr. Kann mich aber momentan noch irgendwie nicht voll essen. Okay, jetzt. Und ich habe hier endlich mal auf euren Wunsch diese hässliche Treppe weggemacht und komme jetzt hier mit einem Aufzug quasi runter. Ansonsten hat sich hier nichts verändert. Hier ist immer noch meine Grid Power drin, die ich ja jetzt eigentlich prinzipiell gar nicht mehr brauche. Aber gut. Und genau, dann wollte ich euch endlich mal, ich weiß nicht, ob ich es euch schon gezeigt habe, endlich mal die Einrichtung zeigen vom Haus. Das können wir heute eigentlich mal machen. Aber in der Zwischenzeit bringe ich dem lieben Walle mal die Diamanten. Er wollte mir die nämlich empowern. Die haben ja dieses Gerät da, diesen Empowerer. Was hat denn? Genau, hier haben die ja dieses komische Gerät. Walle, wo ist er? Ah, doch hier unten drin, okay. Guck mal, wie dieses Gerät jetzt hier funktioniert. Okay, also hier ist dieses, hier dieser Empowerer. Und ich glaube, jetzt gleich werden da irgendwie die Dias so draufgelegt. Und ja. Und hier kommt so Clay hin und Farbstoff und so weiter und so fort. Gucken wir einfach mal. Gucken wir mal. Da können wir nämlich endlich unseren Repairer bauen. Weil den brauche ich nämlich in Zukunft für die Rüstung hier. Uiuiui. Okay, wie funktioniert das jetzt? Okay. Funktioniert doch nicht, keine Ahnung.
Okay. Da kommt Clay hin. Oh. Okay, wie lange dauert es jetzt? Oh, ich schreibe schon wieder in Caps. Dauert ein bisschen, okay. So, wir füllen den beiden das auch mal wieder auf hier. So ein bisschen. Wow, wir haben einen. Hoffentlich hat das jetzt irgendwie keinen fatalen Fehler, dass ich jetzt aus Versehen kurz den Farbstoff hier rausgenommen hatte. Krass, und da kann ich dann auch die Diamanten draus machen. Nice. Warte mal, ich hole mal gerade, wenn wir ja hier fleißig dran sind. Santo, warum sich. Da sehe ich meinen. Okay. Ich habe ja meine Krabby abgebaut. Kann ich ja eigentlich gerade mal meine 5 Solarpanels holen.
So, das ist ganz gut. Dann haben wir nämlich mal die Sachen endlich hier für den Repairer. Gut. So, jetzt sind die nämlich wieder schön aufgeladen dann, ne? Oh Mann, also ich wollte gerade einen Screenshot machen. Und nochmal. So, jetzt sind auch alle wieder voll. Guck mal, dann haben wir den Jungs wenigstens wieder die Dinger hier aufgefüllt mit Strom. Solarpanels landen ja jetzt eh voll. Und dann passt es mit dem Strom gleich wieder. Nice, die Folge ist zwar ein bisschen langweilig, aber dann haben wir wenigstens dann fast alles für unseren Repairer zusammen. Ich brauche 4 von den Blöcken. Vier Blöcke, okay. Wie geht das genau? Clay-Block und da hinten dieser Farbstoff, ne? Okay, dann kommen wir im Notfall. So, die Frage, wie man diese normalen Diamond Crystals macht. Okidoki.
Tell. Danke. Okay. Genau, eins war ja euch. Das stelle ich auch wieder zurück, beziehungsweise das habe ich dem Flame geschenkt. Die anderen packen wir aber jetzt einfach mal hier hin, damit die aufladen können, damit ich die für den nächsten Gebrauch voll habe. Können die jetzt einfach mal aufladen, dann sind die schön voll. Und dann würde ich sagen, war es das mit der Folge. In der nächsten Folge sehen wir zu, dass wir den Repairer einmal zusammengebaut kriegen. Und dann zeige ich euch auch endlich mal das Haus von innen. Dann können wir noch so ein bisschen den Garten machen, so, damit wir so einen kleinen Plan für die Woche haben. Und jetzt heißt es aber erstmal auf Wiedersehen und bis morgen. Tschüss.